Herzlich willkommen zu unserer Rubrik Gemeinde aktuell. Heute sind wir in Steinberg-Dörfel. Neben mir ist die Bürgermeisterin, Landtagsabgeordnete Claudia Friedl, die schon seit 10 Jahren Bürgermeisterin von Steinberg-Dörfel ist. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen in Steinberg-Dörfel. Frau Bürgermeisterin, Sie haben ein neues Gemeindezentrum gebaut. Was ist denn alles enthalten? Wir haben ein sehr neues Haus, das am kommenden Sonntag eröffnet wird. Wir haben im Zuge der Dorferneuerung unsere Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie für die Zukunft von Steinberg-Dörfel erwarten und was wir brauchen. Und das, was Sie hier sehen, ist daraus entstanden. Einerseits die Gemeindeverwaltung, dann hier sitzen wir auf der Terrasse des Cafés 7453. Wir haben auf der anderen Seite des Gebäudes eine ganz neue und moderne Ordination für unsere Frau Dr. Silvia Gebhardt, die am 1. Juli die Ordination eröffnet wird. Und wir haben im oberen Bereich einen großen Saal, der 180 Plätze fasst, einen multifunktionalen Saal, wo wir feiern können, wo es Bälle gibt, wo es Veranstaltungen gibt, wo man heiraten kann, wo Tanzkurse stattgefunden haben, wo nächste Woche Scherzutage sind. Also man kann da sehr, sehr viel gestalten. Und im unteren Geschoss haben wir dann noch 2 Räume für die Jugend von Steinberg und von der Jugend von Dörfel untergebracht. Wir haben gesehen, dass das Café einen sehr ungewöhnlichen Namen hat, neben 7453. Wie ist es dazu gekommen? Ja, viele fragen uns, woher kommt der Name Café 7453. Der Pächter, Raimund Sturm, hat sich überlegt, welchen Namen gebe ich dem Café, und weil es natürlich jetzt im Gemeindegebäude untergebracht ist, war natürlich naheliegend ein Bezug zur Gemeinde. Er hat dann auf Facebook die Bürgerinnen und Bürger von Steinberg-Dörfel befragt und um Vorschläge gebeten, und einer der Vorschläge war 7453, und das Geheimnis, ich verrate Ihnen jetzt, ist, es ist die Postleitzahl 7453 Steinberg-Dörfel. Steinberg-Dörfel hat ein Bevölkerungswachstum von 8,3% vom Jahr 2006 bis 2016 erzielt. Ist die Infrastruktur denn auch mitgewachsen? Natürlich, das Bevölkerungswachstum ist ja eigentlich das Ergebnis dieser guten Infrastrukturentwicklung. Als ich vor 10 Jahren Bürgermeisterin war oder wurde, haben wir eine Analyse gemacht dessen, was am Bestand hier war. Und wir haben rasch gemerkt, dass Familien vor allem sich erst dann ansiedeln, wenn die Infrastruktur passt. Wir haben eine Kinderkrippe für Kinder ab 1 geschaffen. Wir haben die Öffnungszeiten sehr liberalisiert. Wir haben ganz wenig an Ferienzeiten im Urlaub, wo geschlossen ist. Wir haben einen Kindergarten, den wir komplett neu strukturiert haben. Wir haben eine Volksschule, die innen und außen neu ist. Wir haben auch ein Familienzentrum Kind und Co. für Mütter und Kinder von der Schwangerschaft bis zur Geburt und darüber hinaus. Und wir sitzen hier gegenüber der neuen Mittelschule von Steinberg, wo man also auch, wenn man die hauswirtschaftliche Schule dazu rechnet, bis zum Ende der Pflichtschule seine Ausbildung machen kann. Also vom Beginn der Bildungsreigens bis zum Ende der Pflichtschule kann man in Steinberg-Dörfel die Schulbildung genießen. Wie unterstützt Steinberg-Dörfel denn die Jugendlichen und Studenten? Wir haben, wie schon gesagt, im Zuge des Neubaus unseres Gemeindezentrums 2 wunderbare Räume im Keller unten gemacht, 70 Quadratmeter groß, die exklusiv den Jugendlichen gehören, die einen eigenen Eingang haben. Das haben wir gefördert. Wir haben auch Einrichtungen dazu zur Verfügung gestellt. Wir unterstützen aber auch die Studenten, indem wir ihnen den Teil, der übrig bleibt, für die Fahrkosten, für das Ticket, das wird von der Gemeinde bezahlt. Wir haben auch den Disco-Bus, das heißt, also alle Jugendlichen, nicht nur Studenten und Schüler, können den Disco-Bus benutzen am Wochenende, wenn sie ausgehen wollen, und der wird auch sehr, sehr gut angenommen. Wie sieht es denn derzeit mit den Gemeindefinanzen aus? Wir haben sehr viel Geld in den letzten 10 Jahren in die Hand genommen, das stimmt. Wir haben sehr viel gebaut, neben dem, was Sie hier sehen am Gemeindezentrum und den Infrastrukturgeschichten für Familie, haben wir auch die Feuerwehren großartig unterstützt. Wir haben in Steinberg und in Dörfel die Sportvereine mit Kabinenneubau finanziell unterstützt, auch die Kirchen bei diversen Sanierungen. Wir haben Bauplätze aufgeschlossen, wir haben Wohnungen gebaut. Ich bin aber trotzdem sehr stolz darauf, dass wir sehr fürsorglich mit den Geldern unserer Bevölkerung umgegangen sind. Wir haben immer wieder Steuerberater mit einbezogen, haben vorausplanend gearbeitet, haben auch Bedarfszuweisungen und natürlich alle Fördermöglichkeiten, die es seitens des Landes gibt, ausgenutzt. Und ich darf sagen, dass wir immer noch einen Sollüberschuss haben, was vielen anderen Gemeinden nicht gelungen ist, der sich in der Größenordnung von zwischen 300.000 bis 400.000 Euro pro Jahr beläuft. Würden Sie Steinberg-Dörfel als Wohlfühlgemeinde definieren?
unbedingt. Im Zuge der Dorferneuerung haben wir sehr, sehr viele Menschen eingeladen, von den Kindern und Familien bis zur Jugend und auch die ältere Generation, und haben gefragt, wohin gehen wir mit Steinbergdörfel in den nächsten 5, in den nächsten 10 und auch in den nächsten 20 Jahren. Und da ist eindeutig der Tenor gewesen, wir gehen dahin, dass wir hier gerne leben. Das sind unsere Wurzeln, hier wollen wir bleiben, hier schaffen wir uns das alles, was wir unter gut und schön und gemeinsam leben verstehen. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir die Betreuung für unsere Kleinsten haben, das hängt mit Schule zusammen, mit Bildung, aber auch, dass unsere Vereine die Möglichkeit haben, sich zu gestalten und auszubreiten, und hängt aber auch mit Lebensqualität zusammen. Und ich glaube, das ist uns sehr stark gelungen. Vielleicht ein kleines Beispiel noch aus der vergangenen Woche. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in 2 Tagen vorige Woche 5 Babys bekommen haben. 2 Mädchen und 3 Burschen. Also ich denke, mehr am Beweis, dass sich Menschen hier ansiedeln, junge Familien, und so fruchtbar sind, glaube ich, gibt es gar nicht. Uns würde noch interessieren, wie sehen Sie die Weiterentwicklung von Steinbergdörfel? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man viel gemacht hat, wenn viel geschaffen wurde, möchte man natürlich in erster Linie das alles erhalten. Aber eine Entwicklung in eine positive Richtung ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und auch wir Politiker und Politikerinnen müssen uns natürlich auch neue Aufgaben stellen. Und da gibt es natürlich schon etwas. Wir haben momentan leider keinen Nahversorger für die Gemeinde. Natürlich ist der Bezirksvorort sehr nahe, aber gerade die ältere Generation ist nicht wirklich mobil. Daher haben wir zwar schon Möglichkeiten geschaffen. Wir haben mit dem Sozialprojekt Nachbarschaftshilfe Plus Ältere helfen Älteren etwas geschaffen, wo Einkaufsfahrten, Arztfahrten organisiert wurden. Aber das ist trotzdem zu wenig. Das heißt, wir werden uns bemühen, einen Nahversorger zu bekommen. Es ist auch immer wieder das Thema betreutes oder betreubares Wohnen für die ältere Generation. Ein Thema, da haben wir auch schon Ideen, wie wir umsetzen könnten. Und mein ganz persönlicher Favorit ist, wir haben einen großen Juwel in der Marktgemeinde Steinbergdörfel, nämlich den Blaudruck. Der Blaudruck-Co ist Weltkulturerbe mittlerweile schon und ist einzigartig in ganz Österreich. Und ich denke, wenn man so einen Schatz im Dorf hat, dann sollte man das auch leben. Und vielleicht können wir im Zuge von der Tourismusentwicklung, die ja das Burgenland jetzt und der Bezirk Oberpullendorf im Besonderen nimmt, genau dieses Thema Blaudruck dazu benutzen, um einen Faden dieses alten Gewerbes von Steinberg nach Dörfel und vice versa zurückweben, um uns irgendwo wiederzufinden, ob das jetzt in der Ortsbildgestaltung ist, ob das jetzt eine Einbindung ist in die Gemeinde oder in die einzelnen Gewerbebetriebe, die wir haben. Da haben wir schon an Ideen gesammelt, oder diese Indigo-Pflanze, von der der Blaudruck ja eigentlich, diese Blaudruckfarbe auch kommt, dass wir die in unser Ortsbild integrieren. Wir haben viele Ideen, wir werden uns mit der Bevölkerung in gewohnter Weise zusammensetzen, werden uns noch Fachleute, Expertinnen und Experten holen und schauen, was wir daraus machen können. Wie sieht es denn mit der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde aus? Mittlerweile wieder gut. Es ist uns gelungen, nach der Pensionierung unseres Arztes im vergangenen Jahr wieder eine Ärztin zu gewinnen. Es war keine leichte Aufgabe, und wir haben im neuen Gemeindezentrum eine neue Ordination für sie mitgebaut, und am 1. Juli eröffnet unsere Ärztin, und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn wenn man das gewohnt ist, dass man hier in Steinberg lebt und in Dörfel und keine Ärztin hat, dann das ist dann schon ein Rückschritt. Es ist aber auch die medizinische Versorgung im Bezirk recht gut. Wir haben mit der Nähe zu Oberpullendorf nur 3 Kilometer bis ins nächste Krankenhaus, und auch die Dichte an Fachärzten ist in Oberpullendorf gegeben. Also wenn man in Steinbergdörfel lebt, dann braucht man sich um die Gesundheit und um die ärztliche Versorgung keine Sorgen machen. Das war es von der Gemeinde Steinbergdörfel und Bürgermeisterin Friedl. Bis zum nächsten Mal bei Gemeinde Aktuell.